Was geht, Leute? Heute wechseln wir bei meinem Fahrzeug hier. Das ist ein E46. Und zwar, da wechseln wir die Wischerblätter hier. Ich habe die extra hochgefahren, damit ihr die seht. Und zwar, es gibt verschiedene Modelle. Einmal diese Aero Twin von Bosch. Die empfehle ich euch. Ich habe hier gerade No-Name-Produkte drauf. Und die sind relativ laut, wenn die wischen. Ich zeige es euch mal jetzt kurz. Und dann, jedes Mal, wenn die wischen, machen die halt total viele Geräusche. Total nervig. Und bei meinem anderen Fahrzeug hatte ich ganz normale, also von Original Bosch Aero Twin. Die habe ich schon mittlerweile seit 4 Jahren drin. Keine Geräusche, wischen immer noch perfekt. Heute zeige ich euch, wie ihr das umbaut. Das sind welche normalerweise verbaut mit Metallbügel innen drin, also keine Vollgummi-Scheibenwischer. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr die am besten wechselt. Jedenfalls machen die Geräusche und das ist ein Anzeichen dafür, dass sie schon alt sind und ausgetauscht werden wollen. Man kann sie normalerweise etwas sauber machen. Wenn es sauber machen nichts bringt und es weiterhin Geräusche macht, dann sollte man die tauschen. Die Teile sind sicherheitsrelevant. Da habe ich jetzt hier welche von Bosch da. Würde ich euch auch empfehlen, die hier reinzumachen. So sehen die hier aus, Aero Twin von Bosch. Schaut da mal online, da sind die deutlich günstiger als im Fachhandel. Was habe ich für die gezahlt? Ich schätze so um die 25 Euro. Das sind 2 Stück für vorne. So sehen die Teile aus. Einer ist etwas länger, der längere kommt auf die Fahrerseite und der kürzere auf die Beifahrerseite. Die haben hier diesen Mechanismus hier, dass man die auf der Seite so zusammendrückt und dann kann man die nach oben aufmachen. Und das ist die Version, wo vom Werk aus diese Metallbügel hat. Also nicht diese Vollgummi, so wie die hier, sondern vom Werk aus haben die hier in der Mitte so ein Metall. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. An den Seiten ist so ein Metallstreifen. Und die sind aerodynamisch, die können hier durch diesen Anpressdruck, also durch den Fahrtwind, wird hier die ganze Luft hier vorbeigeführt und das reagiert dann so wie ein Spoiler und die drücken sich dann schön an die Fensterscheibe und dadurch habt ihr einen sauberen Wischverlauf und habt immer eine gute freie Sicht. Bei meinem ist jetzt momentan was anderes drin, deswegen werde ich die hier jetzt reinmachen, weil meine machen Geräusche und richtig gut wischen tun die auch nicht, die bilden so Schlieren. Und deswegen werde ich die hier verbauen jetzt. Was ich drin habe, die sind auch Vollgummiteile. Aber da steht Kamaka drauf. Also das ist jetzt kein hochwertiger Hersteller, würde ich jetzt sagen. Habe ich noch nie gehört. Deswegen werde ich die hier jetzt verbauen. Auf was ihr noch achten müsst. In Großbritannien ist ja Rechtsverkehr. Und die Teile sind jetzt für Linksverkehr. Also wenn das Lenkrad bei euch links ist, so wie immer. In Deutschland halt. Dann ist alles okay. Weil ich habe jetzt in Amazon mal gelesen, ein paar Rezensionen. Da hat jemand aus England was bestellt und die Teile sind ja nur für Linkslenker. In England haben die ja Rechtslenkerfahrzeuge, wo das Lenkrad auf der rechten Seite ist und deswegen hat es bei ihm nicht gepasst. Ja klar, also wie gesagt, schaut da drauf. Bei E46, wie gesagt, 607, das ist die Bezeichnung für diese Länge von diesen Teilen hier und die werden wir jetzt mal gemeinsam tauschen. Da gehen wir vor. Da brauchen wir keine Motorhaube öffnen, wir können direkt hin und dann können wir die so noch einmal nach oben klappen. So, hier vorne angekommen. Wie gesagt, wir machen die einmal nach oben. Dann sehen wir hier diese Klipse. Wir drehen die einmal nach oben. Dann haben wir hier was zum Reindrücken. Genau, also wir packen das Teil, drücken hier auf diesen Nippel und dann ziehen wir das so nach unten. Und dann haben wir das schon draußen. Jetzt legen wir den mal zur Seite und wie ihr seht, der hier ist deutlich kürzer. Also der ist jetzt, der würde jetzt hier reinkommen, das sind die 2 von Bosch und das ist der Nachbau. Und wie ihr seht, der passt, also der alte ist nicht passend gewesen, der war ein bisschen zu kurz. Jetzt werden wir den originalen von Bosch hier nehmen. Da öffnen wir das einmal hier. Ich hoffe, ich kriege es mit einer Hand hin. Genau, habe ich aufgekriegt. Dann haben wir hier genau das gleiche System. Wir gehen hier einmal so rein. Dann gehen wir hier so rein. Und dann klipsen wir das einmal so fest. Dann machen wir das hier wieder zu. Das war es eigentlich schon. Somit ist das erste schon mal fertig. Können wir wieder dran machen. Wie wir sehen, der ist jetzt etwas länger. Dadurch haben wir jetzt auch die richtige Größe. Das alte war auf jeden Fall zu kurz. Könnt ihr hier nochmal sehen. Jetzt machen wir das gleiche auf der anderen Seite. Da kommt der kurze hier hin. So, auf der Seite machen wir natürlich genau das gleiche. Wir tun es einmal hier hoch. Drehen den einmal um. Hier aufpassen, dass ihr die Scheibe nicht beschädigt, so wie ich jetzt. Bei dem hier habt ihr hier so ein Teil zum Hochziehen. Dann macht ihr das so auf.
dieses Teil war beim anderen schon weggeflogen. Wir machen das so auf. Boah, das fliegt jetzt hier auch schon wieder weg. Da seht ihr auch die Qualität von dem ganzen Zeug. Also nicht gut. Den schieben wir mal auch kurz auf Seite. So. Das Lustige ist, das waren sogar zwei verschiedene. Also der ist von Kamuka gewesen. Und der hier ist von nochmal einem anderen Hersteller. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber wie ihr seht, die sind auch komplett anders aufgebaut. Und der hier, wie gesagt, hier nochmal aufmachen. Rumdrehen. Hier aufpassen, wenn ihr das so drauf schnappen lässt, weil hier ist ja eine Feder drin, dann ist eure Scheibe auf jeden Fall kaputt. Deswegen erstmal hochstellen, so rein und dann wieder zumachen. Und so, wenn diese Teile hier, diese Nippel hier dran gehen, dann ist es sozusagen drin. So, jetzt sind wir drin, wie ihr seht. Zum Rausmachen tun wir die Seiten hier einfach nur entfernen. Also nach außen drücken und dann können wir es rausziehen. So ist es drin und dann können wir das hier wieder zuklipsen. Dann sind wir soweit durch. Wenn wir hin und her ziehen, sollte es sich nicht mehr bewegen lassen. Zum Vergleich nochmal, der kurze hier, der ist viel kürzer als der alte. Und der hier, der ist sogar länger. Also die zwei sind gleich lang. Würde ich jetzt sogar sagen. Nee, sind auch anders. Also die waren komplett falsch rum eingebaut. Also der ist zu kurz und der ist zu lang. Genau. Und wie ihr seht, der fällt hier schon auseinander. Und das ist gefährlich, weil hier sind Metallbügel drin. Und diese Metallbügel, die können eure Windschutzscheibe verkratzen. Deswegen nehmt dann nur Originale, am besten vom Bosch. Und dann habt ihr keine Probleme. So, jetzt wischen wir nochmal Probe, wie sie sich wischen lassen. Und obwohl die Scheibe trocken ist, haben wir keine Geräusche, keine störenden. Kein Rubbeln, nix. Und von der Entfernung her, die schlagen auch nirgendwo an. Also perfekt. Was noch ganz witzig ist, ich habe mal beim Kollegen, der hatte diese ganz alten Scheibenwischer, diese billigen für, was weiß ich, 5 Euro oder so drin. Und dann habe ich gesagt, komm, wir tauschen die mal. Die haben eh nicht gut gewischt und haben immer gerubbelt. Und dann habe ich die einfach mal bestellt, habe die eingebaut bei ihm. Dann fährt er das Auto am nächsten Tag. So, hä? Also, ich habe gedacht, ich sitze in einem anderen Auto. Also das hat so einen krassen Unterschied für den gemacht. Weil es hat geregnet, der hat nichts gehört, die haben perfekt gewischt. Und es hat richtig diesen Neuwagen, dieses Neuwagengefühl ihm gegeben. Das war's soweit zu dem Video. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst ein Abo da. Ciao, bis zum nächsten Mal.